So, jetzt hoffe ich mal, dass die beiden die richtige Stage haben. Jetzt haben die. Nee, das ist. Genau. No. Okay, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, das Hazard wäre an. Weil ich die Regeln gerade neu eingestellt habe. Aber natürlich kommt immer die Smashville-Plattform erscheinen und bleibt sie stehen hier. Komplett vergessen. Wenn ich so oft auf das Set spiele, vergesse ich mal wieder. So sad. Ich glaube, was Joker machen kann in dem Matchup, ist, wenn Roy abbiegen will von der Ledge, müsste er einfach mit Azen den Bombi drücken können. Oh. Und der Konter sollte eigentlich Roy treffen. Weil der ist einfach riesig. Nice, wartet einfach ab. War Trino mit einem nice. Okay. War leider nicht patient genug. Bei Joker kann man auch einfach. Vor allem mit Roy kann man einfach erstmal Schaden machen. Und Reaction. Sobald der Joker mit seinem Downbeat Scheiß aufhört, einfach erstmal Schluss ist und dann sollte er ziemlich schnell sterben. Beide jetzt Even Stocks. Schutzcenter auch. Machen zwei Hits. Passt. Wenn er noch ein paar Interactions gewinnt, dann wird er auch ein Lead bekommen. Was ist das? Oh. Er wurde da leicht weggejankt. Ist aber Rino noch gewinnen, mal schauen. Ich glaube, er hat nicht erwartet, dass er nach links fliegt. Konter. Konter. Jetzt. Even. Er hat ein Combo und hat 1% aufgebaut. Aber den Erdbeer fliegt. Schauen. Ich nehme das ziemlich gut in der Trap, mal schauen. Okay. Aber nicht. Passt. Nintendo jumpt gerne auf meine Edge. Covered High, nice. Und den Stage Spike. What? Das war irgendwie ultra random. Smash, das ganze Match. Aber auf jeden Fall gewinnt dadurch. PP hat jetzt ein Stock-Lead gegen LH. Also PP. Bisschen zu laut. Okay, ich mach's leise. Ja, kann sein, kann sein. Ich hab jetzt nicht so richtig drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Und man hört es auch noch vom TV bei mir. Wahrscheinlich deswegen auch noch. Jo, hi Birdie. Da. 12 Stocks für LH. Mario Kart Wii Fan. Danke für den Follow. Was geht? So. Mal schauen, wen LH jetzt reinschicken möchte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen genau sie haben. Also gerade sich online, das Vulpes und KQI haben die noch. Aber Vulpes spielt League of Legends gerade, also mal schauen. Und Vulpes kommt rein. Okay, spielt doch kein League. Und die gehen auf BF. Okay. Zendial, danke für den Follow. Was geht?
Okay, Bowser. Jetzt muss ich Rino zweimal stehen. Ich hoffe, er vergisst nicht. Oh, ich habe gerade so ein richtig Kack-Setup. Ich muss immer hin und her laufen. Und mein PC-Bildschirm, mein Screen zum Zocken ist einfach vertauscht, so umgedreht. Nice, er ist jetzt. Mal schauen, ob Rino noch mindestens ein Stock ziehen kann, dann hätte er... Oh. Ach, die wollten Battlefield, Nicht Town and City. Was geht ab? Devil Wolf, danke für den Follower. Haben wir jetzt beide Random Stages genommen? Junge Leon! Okay. Jetzt nochmal, aber auf der richtigen Stage hoffentlich. Müsste jetzt Battlefield sein? Ja, perfekt. Okay. Okay, beide Taunten erstmal eine Start klar zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das Matchup für Roy ist. Aber kann ich ehrlich gesagt nicht so bestätigen. Ist halt ein Heavy. Oh. Oh, oh, die Zero to Death tut weh. Tut auf jeden Fall weh. Aber hier kriegt er einige Prozente schon raus. Alle die Abbiege misst. Pulpis kommt, glaube ich, gerade nicht so auf Dino klar. Die Abby ist sehr unsafe von ihm. Aber kann Vulpes noch seinen Stock ziehen, bevor Rino einziehen kann? Das wäre halt sehr gut für LH. Ah, leider overshootet er mit der Abby und kriegt einen F-Smash von Roy. In seine Fresse einfach. Und der SD. Das tut sehr weh, der Freestock von Gino. Tut sehr, sehr, sehr weh. Fella. Okay, damit steht es 13 zu 9. PP hat somit einen sehr, sehr guten Lead. Dein Main hat verloren. Schade. Moin, Zendial, was geht? Und hey, Devilwolf, wieder mal. Wie geht's euch? Und KQI kommt in den Ring. Und natürlich Samus, wie sein Profilbild. Ja, passiert mal, ne? Man kann nicht immer stark spielen. Ich hoffe, Kakui... Ja, genau. Charge nicht seinen Charge-Shot auf, bevor Smash-Block beginnt. Aber er ist fair.
Also passt. Jetzt mal schauen, ob sie Rino jetzt rauskriegen, bevor sie einen Stock verlieren. Sie müssten das eigentlich jetzt so schaffen, weil sonst wird Rino viel zu viele Stocks bekommen. Hatte er ja auch schon, aber wenn sie jetzt Rino rauskriegen und danach vielleicht die anderen Spieler mit einer Lead besiegen, könnten sie immer noch das Crew Battle gewinnen. Ella hat ja noch drei Spieler. Sieht eigentlich ganz okay aus bis jetzt. Bei der Evenish. Die Rollins. Schon ob Rino die Rolls catchen kann mit F-Smash oder so. Die Samus macht's gut. Sie versucht nicht in Rino. Also, sie versucht nicht zu approachen. Was schon mal ganz nice ist. Aber der Ash Guard von Rino. Rino hat damit jetzt schon. Müsste 7 Stocks sein. Geholt. Wenn nur noch ein Stock zieht, ist er sicher MVP. Ich glaube, kann er sich noch retten? Ah, okay. Damit hat Rino schon 8 Stocks gezogen gegen Ella. Das heißt, er ist schon mit Sicherheit MVP vom PP. Also das wird... Sie müssen jetzt wirklich Rino rauskriegen, sonst wird es zu krank. Nils, zählst du die Rollen? Und damit gewinnt Rino mit wieder einem Freestock. Oder waren es die Downbees? Ah, das sieht nicht mehr so gut aus vor Ella. Am Anfang haben die noch gegen Rino 2 Stocks gezogen, was sehr, sehr gut war. Aber... jetzt sieht es nicht mehr so schnuppe aus. Wir haben noch 2 Spieler. Also mal schauen. Rino ist natürlich kein schlechter Spieler, so. Ist natürlich auch einer der besten aus PP. Aber trotzdem, schon 8 Stocks. Schon heftig so. Alles klar, die Steine einfach draußen rum. Nice. Das Profilbild, das müsste von Earthbound oder so sein. Glaube ich jedenfalls. Ja, Murder Free, okay. Okay, Rino hat sich fast nicht das Leben. So, hey Long, ne? Was geht? Die Connection, ich weiß, es sieht, ich sag mal, komisch aus. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schlecht oder gut ist, keine Ahnung. Aber der Greninja macht schon einige Kombos, was nice ist. Dash, Deck, Up Air, Back Air.
schon mal einen nicen Lead gegen Rino. Aber wir haben ja gerade auch vorhin gesehen, ein Lead bringt auch nicht so viel, wenn man ihn nicht killen kann. Als ob, Hannes, dass du, als ob du die Sieger schon gemacht hast. Ehre. Okay, mal schauen, ob... Ich weiß nicht, wer das ist. Weil ich weiß nicht. Kann mal jemand aus LH schreiben, wie der heißt? Also ein Name, wo man aussprechen kann. Wäre nett. Und ich schaue einfach gleich auf Discord. Yoshi, okay. Also Yoshi, oder? Oh, auf jeden Fall hat er Dino besiegt, ohne den Stock zu verlieren, was... Nice ist. Oder hat er den Stock verloren? Warte. Er hat den Stock verloren? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, Mann. Scheiße. Ah, 9 Kills. Nee, okay. Ja, ich sehe es gerade. Okay. Damit ist aber Rino mit 9 Stocks auf jeden Fall MVP. Von PP zumindest. Er bannt Lylat. Okay. Mal schauen, wen PP reinbringt jetzt. Auswahl haben wir gerade genug vorhanden. Beispielsweise PP Nils, auch einer der stärksten Spieler aus PP, könnte reinkommen. Oder keine Ahnung, vielleicht Condriano oder so. Wir wissen es nicht genau. Ja, ja. Also ich würde schon PP Nils hier reinschicken. Aber ich weiß nicht, was sie jetzt besprechen, ja. Ich bin ja gerade nicht im Voice. Weil Nils sein Main kontert Gringer schon ganz gut. Also. Nils wäre schon so ein guter. Ein guter Pick einfach. Nils, der kann einige Charaktere spielen. Also er spielt öfters mal gerne Mario. Dann manchmal auch Snake. Oder Captain Falcon. Aber er kann so gut wie jeden Charakter spielen. Also der kann auch random spielen, wenn er will. Okay, Peter schreibt, wir schicken den besten PP-Mann da rein. Alles klar. Ich bin gespannt. Also wenn du mal Nils in Elite Smash treffen solltest, musst du echt aufpassen. Da könnte vielleicht sogar ein Smash-Ball kommen, aber wer weiß. Schauen. Vielleicht sehe ich schon im Chat, wer kommt. Noch nicht. Ich will jetzt echt Nils reinbekommen. Nils, komm mal.
Bald sollte aber wirklich jemand join, weil die Arena wird sich irgendwann schließen. Kein Bock drauf, noch eine neue zu machen, so. Code ist in Crew Battle. Aber ich gebe danach mal Code. So. Moment. So. Maschine hat noch nicht gespielt. In einem Crew Battle, glaube ich. Vielleicht offline mal, aber online noch nicht. Warte, Nils. Alter, Nils kommt. Macht euch gefasst. Das ist ein Hidden Boss aus dem Norden. Join mal, please. Wer auch immer von PP, komm. Dauert anscheinend jetzt noch. Ich weiß nicht, ob die was besprechen oder sie noch nicht ganz entscheiden konnten. Ich weiß es nicht. Nicht in den Raum, wir arbeiten dran. Ach so, okay, schade. Aber jetzt kommt Honk. Honk ist auch ein kranker Dude. Hat ja letztens Scythe und Yetei besiegt. Mit Luigi. Also schon krank so, der Dude. Leo, du wirst gleich gebannt. Vetter. Honk mit seinem kranken Gandalf. Also, den darf man auch nicht unterschätzen. Er kann sehr gut F-Smash machen. Also, muss man aufpassen. Oh, der erste F-Smash, der zweite F-Smash. Up-Smash. Boah, Honk rastet aus. Spot-Dodge, nice. Ist dem F-Smash einfach aufs Ausgewichen. Ich wollte gerade sagen, er trifft leider keine Smashes, aber da kam der Smash durch. Alter, da ist auf jeden Fall kein Lag. Das sieht nur so aus.
Das ist saubere, clean Connection, wie man hier sieht. Okay, die Pferd noch nicht gekillt. Honk wollte einen Hopsmash machen. Leider war der zu langsam. Also mal schauen, wer gewinnt. Grinder kann sehr gute Kombos machen. Low Percent. Und nicht ein Disadvantage halten. Was er auch gerade schön macht. Dadurch 50% gekriegt. Durch den F-Smash hat Dash Deck gewifft. Und er hat dadurch einfach F-Smash getroffen. Das ist. Kranke Plays von Honk. Kranke Plays. So viel. Ich höre dich echt nicht. Okay, aber kann er das noch gewinnen? So ein Defizit. Das ist leider sein Combo. Oh, okay. Schöner Whiff Punish. F-Smash hätte fast getroffen. Bei der Last Stock. Einfach ein Update von uns, alles klar. Haben die Up-B. Ich weiß nicht, ob es ein Miss-Input war oder ihn Command Grab wollte. Misst ganze Zeit seine Kombos. Aber dadurch Frame-Trappte ihn. Honk will unbedingt die Downer gegen Joshi. Ey, gerade muss ich kurz weggucken. Und auf einmal rastet der Chat aus. Was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Ich bin ganz kurz weg. Sorry. So, Mana ist der nächste. Zero Suit. Okay, jemand hat mich gefollowt. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Zu viele X in deinem Namen, aber danke. Ich schaue mir den Club gleich an. Das ist definitiv die falsche Stage. Okay, die wollen eigentlich Battlefield spielen oder so. Mal schauen, ob Mana 10 Stocks.
holen kann. Das wäre halt krank. Mal schauen. Oh, jetzt hoffentlich haben die alles richtig eingestellt. Das MU sieht schon mal ziemlich kacke vor Ganon aus. Aber auch wenn das MU kacke aussieht, muss es nichts heißen. Okay, schöner Grab. Also Combo. Ich glaube, du kriegst nichts mehr richtig. Nichts richtiges mehr aus Series of Throws. Vielleicht Afro Tag Chase irgendwas. Bin mir nicht so sicher, aber Downfall funktioniert nicht mehr wirklich. Vielleicht bei bestimmten Prozenten. Ey. Asian Pride XD, was geht? Und der F-Smash. Oh, nice F-Tilt. Fast hätte er mit F-Smash seine Down-B gecovert. Wäre nice geworden. Versucht ihn gerade mit F-Tilt wegzuspacen. Oh, der Edge-Guard. Leider knapp daneben. Rennt auch sehr gut weg gerade. Darf natürlich nicht einen weiteren Stock verlieren. Man muss jetzt Honk erledigen. Oh mein Gott. So. Und er kriegt den Dash Jump. Wird Honk auch einen weiteren Stock ziehen. Oh, fast. Was hat er gekillt? Will unbedingt in Side B. Oh mein Gott, das hat einer geklankt. So klankt das. Die Combo. Oh, das ist sehr gefährlich, das ist sehr gefährlich. Schöne Down-B. Wollte unbedingt der Edge-Cut. Nein, er hat noch den Stock verloren, genau. Er hat sich nicht SD'd. Never mind. Nice. Hat so zwei Stocks verloren, aber hat noch gegen Honk gewonnen. Okay. Ich hätte echt gedacht, dass er sich jetzt steht. Aber nee, Honk springt runter, will die Downer. Ja. Aber jetzt 9 Stock zu 1. Mal schauen, wer reinkommt von PP. Schauen wir mal den Clip an von Honk gegen Joshi. Lol. Was? Achtmal down auf die obere Plattform into drop down up, ja. Da kommt Pella. Also, Pella hat einen guten Bowser Jr. Mal schauen, ob er den rauspackt. Leider nur Cloud, schade. Sein Cloud ist aber auch nicht schlecht. Mal schauen. Battlefield. Okay, das wird jetzt sehr hart vor Mana. Muss 9 Stocks noch ziehen. Wenn die das gewinnen wollen. Die haben ja auch das Shield.
gekriegt. Den Shot abgecatcht. Leider misst er seinen B-Reverse. Bei der Up-B. Nice catch. Mana spielt zwar ganz solide runter hier. Oder halt ist jetzt even, aber trotzdem ist ganz solide, aber da muss ein bisschen mehr kommen, weil Mana darf jetzt nicht den Stock verlieren. Wirbel sehr schwer. Schon ein Kühlplatz sein. Eine Back, eine Ledge. Oder mit Stage, ne. Okay, eine Ledge wär's tot. Oh, au. Ja, okay. Damit hat PP 9 zu 0 gewonnen. GG's.